der Halfguard und Doni hat meinen Oberschenkel über meinem Knie geklammert. Nun ist es als erstes wichtig, dass ich ihn oben kontrolliere. Dafür greife ich mit der Hand tief durch und unter seine Achsel. Nun führe ich das Quetschgesicht durch mit meiner Schulter in sein Gesicht. Jetzt muss ich zuerst mein Knie befreien. Dies schaffe ich, indem ich mit meinem Fuß eng an ihn ranlaufe und ihn etwas nach unten schiebe. Nun zeigt mein Knie raus. Jetzt kann ich in die halbe Mount gehen. Ich wechsle mit dem Knie zu Boden. Wenn das Knie zu Boden ist, habe ich nur die halbe Mount geschafft. Jetzt muss ich noch meinen Fuß befreien. Er hält diesen ja noch gefangen. Also führe ich nur die Schreibmaschine aus. Sein Körper ist zur Seite gedreht und sein Kopf schaut in diese Richtung. Nun möchte ich seinen Kopf in die andere Richtung drehen, damit er durch die Schmerzen seine Klammer aufmacht. Ich stütze mich mit der Hand ab und führe einmal vom Ellenbogen den kompletten Unterarm über sein Gesicht, über den Kieferknochen. Führe ihn auf die andere Seite und drücke ihn zu Boden. Mit der freien Hand greife ich unter seinen Arm und rutsche nach oben in die Mount.